Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, also ich hätte es auch gut gefunden, mit der FDP hier die Auseinandersetzung live zu führen. Denn die Situation ist sehr ernst im Nahen Osten und es ist natürlich mehr als wichtig, dass wir hier das auch aktuell diskutieren. Die Demokraten jetzt in den USA sind ebenfalls sehr beunruhigt und sehen die Entwicklung mit großer Sorge. Der Senator Bob Menendez, führender Demokrat im Senatsausschuss für Auswärtige Beziehungen, nannte das Verhalten der Trump-Regierung zutiefst beunruhigend. Und ich möchte ihn zitieren. Er sagte oder warnte besser gesagt, ich will nicht wieder so etwas erleben wie die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak. Das hat uns zu einer der schlimmsten Entscheidungen in unserer Geschichte geführt. Zitat Ende. Und er hat recht. Denn es sind dieselben Kriegstreiber wie John Bolton wieder am Werk, die bereits den völkerrechtswidrigen Irakkrieg vorangetrieben haben. Und ihnen muss man in die Hände fallen. Allerdings muss ich sagen, sehe ich bei der Bundesregierung doch bisher deutlich weniger Beunruhigung. Wieso ergreift Herr Maas denn eigentlich so wenige eigene Initiativen? Wie zum Beispiel vorgeschlagen, auch von den eigenen SPD-Kollegen, angesichts der Kriegsandrohung und Vorbereitung der USA, eine Initiative im UN-Sicherheitsrat, eine Sitzung zum Iran zum Beispiel, um die Androhung militärischer Gewalt ganz klar zu verurteilen. Weshalb sitzt Deutschland eigentlich im UN-Sicherheitsrat, wenn dann in den entscheidenden Situationen überhaupt nichts passiert? Und warum erklärt der Außenminister nicht öffentlich ganz klar, dass Deutschland sich nicht an einem Krieg gegen den Iran beteiligen wird? Das ist doch überfällig. Die Bundesregierung hält es aber nicht einmal für nötig, das Parlament über die Gründe der doch sehr plötzlichen Entscheidung, die Irak-Ausbildungsmission der Bundeswehr vorläufig zu stoppen, das Parlament überhaupt darüber zu informieren. Wir haben es ja auch nur aus den Medien erfahren. Wir erwarten hier endlich konkrete Antworten. Denn der britische Generalmajor Chris Gilka zum Beispiel, ein leitender Offizier in der Koalition im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat, widerspricht der Behauptung der USA, der Iran stelle eine wachsende Bedrohung im Persischen Golf dar. Die wiederum berufen sich auch nur auf Geheimdienstinformationen. Der Angriff auf den Irak 2003 beruhte auch auf Fake News der Geheimdienste, und das darf sich nicht wiederholen. Die Vorfälle im Persischen Golf, es wird von Sabotageakten gesprochen und von Drohnenangriffen, dürfen auf keinen Fall für einen Militärschlag instrumentalisiert werden. Nun hat Saudi-Arabien den Iran für die Drohnenattacke auf eine saudi-arabische Ölpipeline verantwortlich gemacht. Beweise gibt es dafür bisher nicht. Der Iran selbst bestreitet jede Verwicklung in die Sabotagefälle. Hier braucht es Aufklärung und Deeskalation und nicht weiteres Öl ins Feuer gießen. Wir fordern, dass die Bundesregierung aktiv Krieg oder eine herbeigeführte militärische Eskalation im Persischen Golf, dass sie deutlich dagegen vorgeht, mit eigenen Initiativen und den Kriegstreibern in der US-Administration ganz deutlich klar macht. Es gibt keine Unterstützung von militärischer Infrastruktur in Deutschland und keinerlei Überflugrechte bei einem möglichen US-Militärangriff auf den Iran. Und die Bundeswehr muss auch für die Sicherheit der Bundeswehrsoldaten dringend aus dem Irak, Jordanien und der Türkei abgezogen werden. Das wäre ein überfälliger Schritt. Einen Satz noch zum Antrag der FDP. Die Überschrift ist sehr gut und richtig. Dann allerdings hat man eher den Eindruck in Ihrem Antrag, dass Sie eigentlich auch nach einer Legitimation suchen für einen Angriff auf den Iran. Und ansonsten scheint Sie lediglich die Sorge umzutreiben, dass durch einen neuen Krieg neue Flüchtlinge nach Deutschland kommen können. Da muss ich doch sagen, wie weit entfernt ist doch die heutige FDP mit ihrem Falken Graf Lambsdorff von den Zeiten eines Guido Westerwelles, der sich der Legitimation für einen Regime-Change in Libyen verweigerte. Wir setzen uns dafür ein, dass der Krieg gegen den Iran auf alle Fälle verhindert wird. Vielen Dank, Heike Hensel. Nächster Redner
in der Debatte Omid Nuripur für Bündnis 90 Die Grünen.